Freunde, es ist wieder Fußballzeit. Willkommen zu Football Tactics and Glory. Glory ist wichtig. Glory wird groß geschrieben. Unser Spiel gegen SG Wattenscheid 09 steht an. Müsste aber mal ein bisschen gucken. Meine Spieler sind so. Wir müssen mal gucken, so langsam, ne? Das Pokalspiel ist wichtig. Dass wir unsere Spieler so ein bisschen schonen. Das Problem ist aber, wir könnten mal Brandl in den Sturm stellen. Dann würde ich aber trotzdem hingehen und sagen, Stich geht dafür auf die rechte Seite, denn die wird auf jeden Fall mehr bespielt. Brandl ist im Endeffekt nur zum Zuspielen da. Und Arndt... Ja, warte mal, wer ist denn da hier? Passen gut. Holz! Klar, den haben wir extra eingestellt. Holz kommt mal für Rief. Wobei, der hat nur 6 Verteidigung, ne? Ja, da müssen wir mal mit leben. Die müssen wir mal... Wir müssen uns ein bisschen schonen. So. Spielen wir. Anstoß für den SG Wattenscheid. Da, Zimmermann peilt den Ball an. Jetzt will er es wissen. Und passt zurück. Der Gegner hält den Ball. Der gegnerische Spieler wählt die Aktion Kontrolle. Dadurch wird sein Attribut um 20 erhöht. Ja, das wissen wir. Verschiedene Aktionen, Ermüdung, Wetter und andere Faktoren beeinflussen. Ja, okay, das wusste ich schon. Sie können jederzeit erfahren, was Sie während des Spiels beeinflusst. Halten Sie für Steuerung auf der Tastatur und fahren Sie mit der Maus über den Spieler, der Sie interessiert. Ach. Werden durch nichts beeinflusst. Hält den Ball. Plus 20. Aha. Versuchen Sie, diese Funktion in verschiedenen Spielsituationen zu nutzen. Ja, okay. Den Tipp geben die mir jetzt im 5. Spiel oder so. Im 4. Boah, guck dir mal an, wie viele Zuschauer wir spielen noch in Wattenscheid. Naja. Also, Hartwig könnte jetzt versuchen, Buckmeier den Ball abzuluxen. Sieht aber relativ schlecht aus. Da würde ich doch mal sagen... Versuchen wir mal, die Spieler zuzustellen, oder? Wenn wir Holz dahin stellen und Hartwig dahin, ist im Endeffekt nur Hesse frei. Dem werden wir aber Wilmetz entgegensetzen. Wir machen mal das Mittelfeld zu. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht oder nicht. So. So, Wattenscheid. Watt kommt jetzt? Pass zu Hesse. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Der macht jetzt... Dribbling und passt dann zu Diaz. Ja, dadurch hat er aber seine 3 Aktionen dann auch verbraucht. Okay, der kontrolliert den Ball. Ja, ist gut. Wilmetz hat eigentlich... Was ist der Kack hier ist? Was passiert denn jetzt hier, wenn wir Pressing ausüben? Um 15 wird das dann gesenkt. 1, 2. Ja, Holz kann nicht versuchen, den Ball abzunehmen. Oh, wie kacke ist das denn? Kontrollspiel ist ja völlig übel. Ja, da können wir halt Pressing machen, wa? Jetzt bin ich mal gespannt, wo du hinspielst, mein Freund. Ach, spielt wieder zurück. Alter! Ich fange an wie der FC Bayern hier. So, der nächste Pass und dann kommt wahrscheinlich auch schon der Schuss. Der hält schon wieder den Ball? Was soll das denn? Oh. Oh-oh. Freistoß für Wattenscheid. Da ist der Holz ein bisschen... bisschen steif reingegangen. So, der kann jetzt versuchen... Ja, aber warte mal, hier eine Mauer wäre doch völliger Blödsinn. Der spielt doch eh zu dem oder zu dem. Dann geh du doch mal dahin. Und du gehst dahin. Da bin ich gespannt, was passiert. So, jetzt kommt nämlich der Pass. Auf Zimmermann, ich glaub's ja wohl nicht. Ja, der wird abgefangen. Nice.
Endlich geht das hier mal nach vorne. Uhle, schnapp dir den Ball. Nee. Warte mal. Uhle hat 21 passen, der hat 22 passen. Eigentlich müsste sich Holz den Ball schnappen. Versuchen auf Brandl zu stecken. Oder auf Stich. Alter, die haben hier. Was stimmt denn mit denen nicht? Die haben nur zwei Spieler im Mittelfeld, fällt mir gerade auf. Da müssen wir eigentlich viel mehr. Wer hat den hier richtig? Der hat 41 Kontrolle, der Kollege. Ja, pass auf. Dann machen wir das so. Lauf dich mal da frei. Eins. Oh, ich bin so dumm. Oh, das war schon wieder eine Aktion zu viel. Pass hat der Bacht. Ja, aber ich glaube, das hilft. Ja, komm. So, jetzt muss Bacht nämlich den Ball passen und ich habe keine Aktion mehr. Er war nicht so clever. Das könnten wir versuchen. Dann hätten wir noch eine Aktion. Der hat aber nur eine Kontrolle von 8. Na, warum nicht? Komm. Oh Gott, Bacht, was machst du denn? Ja, Fehler wieder ausgebügelt. Mann, 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 Bacht, ey. Dadurch sind wir aber dran. Das ist ganz gut. Dann können wir jetzt versuchen, auf Itpaddel den Ball zu passen. Alter, was macht denn der runter? Hallo? Könntest du aufhören, irgendwelche Kabel anzuknabbern oder so? Bist du ein Hamster oder was? Was machst du denn da? Pass mal auf. Boah, krieg ich das vielleicht mit der Kamera hin? So, pass auf, der Hund, der ist gerade hier so ein bisschen unter den Tisch gekrabbelt und hat sich. Ah, das sieht man nicht, ne? Warte mal. Ich mach mal Licht an hier mit dem Handy. Ja, zack. So, jetzt hat sich der Hund da unten. Ja, Moment. Da. Ein bisschen in dem ganzen Kabelsalat verhangen. Emma! Emma! Emma, was machst du denn da? Du kommst doch nie wieder da raus. Ich muss mal eben den Hund befreien. Jetzt habe ich auch noch meine geile Figur umgehauen. Oh nein. Boah, ey. Wie kann man nur so klug sein? Jetzt steht die da und guckt um. Emma, guck mal hier. Guck mal hier, ich helfe dir. Oh, jetzt stehen die Öhrchen schon ab. Oh Gott. Schiedsrichter Auszeit. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, was haben wir eigentlich noch? Verbleibende Aktion 3, dann ist Halbzeit. Okay, da müssen wir eigentlich gut planen. 1, 2, oh warte mal. Zählt dazu denn auch, wenn ich jetzt eine Zusatzaktion bekomme? Weil dann könnte ich mit Stich ja nochmal versuchen. 1, 2, das wird, gucken wir mal. Bups auf Utpaddel. Geil's. Sag mal, jetzt geh doch nicht schon wieder dahin. So, der passt jetzt auf Stich. Alter, die haben ein Abwehrbollwerk, das ist ja echt der Wahnsinn. So, Stich. Letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Gab noch keinen Torschuss, nix. Wenn der aufs Tor schießt, dann wird das übel enden. Was kannst du sonst noch? Dribbling kann er versuchen. Aber das sieht auch richtig kacke aus. Es ist die letzte Aktion. Es wird wahrscheinlich nichts. Er kann nur versuchen zu schießen. Alter, die haben 6 Leute in der Verteidigung. Was stimmt denn mit denen nicht? Boah, das ist aber gut zu wissen für das nächste Spiel, ey. Ja, pff. Anstoß für uns. Was macht man denn gegen so ein Abwehrbollwerk da? Ja, völliger Humbug. Ach, ins Ausspielen. So ein Quatsch. Warum kannst du dich denn nicht dahin bewegen? Ach, der kann sich gar nicht bewegen. Der kann nur passen. Ja, stimmt. 1, 2. Oh, scheiße. Kannst du dahin passen? Kannst du da hinpassen? Der hat 41 Kontrolle. 1, dann läuft der und hält den Ball. Ja, wir müssen mal versuchen, die da rauszuziehen.
Ja, der muss passen. Ja, das hat schon mal geklappt. Das ist gut. So, Üdpaddel. Beweg dich. Bock, Bock, Bock. Okay. So. Jetzt heißt es Ball halten. 61. Die machen nix? Was ist das denn für ein Scheiß? Was kann der denn? Ja, nix kann der. Der kann einen Kopf... Alter, der Üdpaddel? Der braucht eigentlich mehr Genauigkeit. Außerdem... Bei so viel Kontrolle... Der hat halt einen scheiß Passwert. Sonst würde ich den echt ins Mittelfeld stellen. Aber die Kontrolle ist ja der Shit. Gibt keinen Spieler, der so mit dem Ball umgehen kann. Auch nicht beim Gegner. Ja, warte doch mal. Da könnten wir doch versuchen, nach da vorne zu dribbeln. Eins. Der läuft. Kann der Stich da versuchen, da einzulaufen? Nee. Die können hier nicht durchlaufen. Das ist auch kacke. Können wir eine Flanke versuchen? Ja, eine 4. Komm. Nichts passiert, ey. So, Kontrolle 41. Ey, der kann nochmal dribbeln. Dribbel mal dahin. Oder direkt dahin. Nee, dann hast du direkt alle da. Nee, nee, versuch mal so. Und jetzt heißt es Ball halten. Warte mal, der kann auch schießen. Genauigkeit 5. Alter, 8 gegen 4. Üdpaddel, hau mir kein Luftloch. Drück das Ding da rein. Drin! Üdpaddel macht das ganz alleine. Der ist ja auch der Wahnsinn, der Junge. Was der für ein Ballgefühl hat. Ja, Wattenscheid. Da stellt euch jetzt mal schön hinten rein, würde ich sagen, ne? Ja, die müssen ja jetzt ein bisschen aufmachen. Da kommt aber schon Zimmermann. Peilt wieder den Ball an. Jetzt ist die Frage, spielt er wieder nach hinten? Nee, der schießt. Oh, boah. Da ist nichts passiert. So, Wattenscheid. Das war ja gar nichts. Dafür ist Wilmetz unser Passkönig. So, Bacht. Könnte auch Wilmetz passen. Wieso muss denn ein langer Pass sein? Wieso denn nicht so ein Pass? Der Pass wird zu 100% ankommen. Ja, alles klar. Oder ist es gut, wenn er die Fähigkeit benutzt? Können wir auf den versuchen zu spielen? Nee. Viel zu weit weg. Okay, also, langer Pass auf Wilmetz. So, Wilmetz. Du könntest jetzt versuchen, einen gelupften Pass auf Stich zu machen. Ja, warum nicht, ne? Oder Wilmetz versucht jetzt den Ball zu halten. Ha! Der hat ja noch zwei Aktionen. Ja, geh doch mal dahin. Und dann machst du mal hier Kontrolle 29, würde ich sagen. Ja, komm mal her, Hesse. Ha! Ey! Schiedsrichter, hier, was ist das denn? Straftor! So, Wilmetz wird natürlich ausführen. Oh Gott, wie machen wir das denn? Ja, Stich muss auf jeden Fall hier hin. Nee. Wilmetz macht den Freistoß. So. Jetzt geht Stich dahin ins Zentrum. Aber sehe ich zwar nicht. Brandl stellt sich schon mal dahin. Damit, wenn der den abfängt, nach vorne knallt, dann der Brandl dann dazwischen steht. So, Wilmetz. Spielt jetzt zu Stich. Ist das egal, ob gelupft oder nicht? Was heißt denn hier das Rote? Boah, keine Ahnung. Oh, was eine Ballannahme von Stich. So, was kannst du jetzt machen? Kannst versuchen, ins Dribbling zu gehen. Ja, dumme Idee. Kannst versuchen zu schießen. Oh, das könnte hinhauen. Gewaltschuss von Stich. Drin! 2:0. Mal wieder die Abwehr nach einem Standard ausgehebelt. Wattenscheid guckt einfach nur dumm.
2:0 Führung, 73. Minute, das schreit eigentlich danach, auch mal Arndt spielen zu lassen. Ich weiß zwar nicht, wo der am besten spielt. 12 Genauigkeit, 11 Verteidigung, keine Ahnung. Aber der kriegt mal ein paar Minuten, würde ich sagen. Alter, die sind alle dran, was ich für ein Durchschnittsalter habe. Das geht ja gar nicht. Komm mir vor wie die frühere portugiesische Nationalmannschaft. Okay, ja, wir holen mal Wilmetz raus. Der muss auch ein bisschen geschont werden. So. Aber hier. Zimmermann wieder am Ball. Dribbelt nach außen. Wird versuchen zu schießen. Denn für Wattenscheid passiert... Oh, der Ball ist frei. Oh, der geht von alleine dahin. Ach, drei Aktionen. Durlacher. Ja, Hartwig steht frei. Zack, schöner Pass. Nach vorne. Hartwig könnte ein bisschen dribbeln. Und dann nochmal versuchen, den Ball zu halten. Ja, da würde er locker vorbeikommen. Guck dir das mal an. Ein Zauberkünstler. Oh, jetzt heißt Ball halten. Okay, auch. Letzten zwei Aktionen. Boah, was? Tötungsversuch. Was? Ach so. Aber wir haben mal wieder drei Aktionen jetzt, weil es einen Freistoß gibt. Ja, guck mal, da haben wir nochmal die Chance. Blöderweise habe ich Wilmetz gerade ausgewechselt, der gute Pässe macht. Aber das kann hier Hartwig auch. Das muss er können. So, Stich. Brandl könnte mal eine Chance kriegen. Das wird zwar nichts geben, aber... Warum nicht? Ne? Der Junge kann auch mal versuchen, aufs Tor zu schießen. Stich stellen wir mal dahinter. So, Hartwig. Der Pass in den freien Raum. Ach. Da ist kein freier Raum. Der Pass könnte ankommen. Der Pass könnte auch ankommen. Da muss der gelufte Pass her. Da ist die Flanke. Da war aber nicht genug Zielwasser im Tank. Das ist natürlich jetzt blöd. Er hatte mehr Kontrolle. Stich? Nee, Brandl. Brandl holt sich den Ball. 8 ist zwar auch nix, aber... 8 ist besser als 4. Ah, knapp den Ball verloren gegen Kambulut. Oder Chanbulut. Was macht der jetzt mit der... Spielende! Der Schiedsrichter pfeift ab. 2:0 gegen SG Wattenscheid 09. Das sieht sehr viel vielversprechend aus. Fürs Pokalspiel in einer Woche. Da kriegen auch so ein paar Auswechselspieler ein bisschen. Üdpaddel, ja. Also nach der Nummer Spieler des Tages. Da können wir uns irgendwie, kann jeder Pommes Currywurst voll haben aus der Mannschaft. So, wie hat der Rest gespielt? Rot-Weiß Essen hat wieder gewonnen. Oh, Schweinfurt schon wieder verloren. Schlecht. Na, viel passiert da ja nicht. Wie sieht denn so in der Mannschaft aus? Wieso ist denn Wilmetz jetzt so am Arsch? Also der Holz, der braucht Pässe. Ich hoffe, das habe ich im Training eingestellt. Ja. Warte mal. Das dauert noch ein Jahr und 8 Monate, bis die den Scheiß lernen. Also lang spielt er ja nicht mal mehr. Gut. Na egal. Ich brauche neue Spieler. Haben wir nicht irgendwie was jetzt am Transfermarkt vielleicht? Vielleicht gibt es ja da neue Optionen, die wir da ziehen können. Wiltsch! Der wäre doch was fürs Mittelfeld. 13 Kontra... 40.000, ja genau. Das ist ja völliger Blödsinn. Tja. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Ach so, ja klar. Nach dem Spieltag waren die natürlich alle im Eimer. Wir spielen gegen... Havelse. Die sind Fünfter. Haben nur 4 Punkte geholt aus den ersten 4 Spielen.
und spielen mit einem 4-2-3-System. 5-2-3-System natürlich. Ja, das hatten wir schon mal. Das war doch bei Wattenscheid auch. Das konnten wir eigentlich ganz gut aushebeln. Was ist hier los? Sieh dir diesen nützlichen Artikel an, Transfermarkt, wie der Transferwert eines Spielers entsteht. Ah! Anzahl, Fertigkeiten, Talenten, jeweilige Stufe, Alter, Spezialisierung, ja, super. Dachte ich mir schon. Die Tabelle. Saarbrücken ist mittlerweile mit Rot-Weiß Essen gleichgezogen und Alemannia Aachen auch dahinter. Die trennt im Endeffekt nur das Torverhältnis. Krass. Ja, absteigen kann man ja nicht, ne? Kick aus Offenbach. Aber wir könnten in die vierte Liga aufsteigen. Da warten dann allerdings wie schon... Ne, Viktoria Köln war das doch. Was ist denn da passiert? Warte mal, habe ich mich eben so verguckt? Fortuna Köln oder Viktoria Köln? Ach du Schande. Ah. Erste Liga. Hannover immer noch Erster. Dortmund mittlerweile Zweiter. Die konnten den nächsten Sieg einfahren. Aber Bayern auch, ne? Ne, Bayern hat nochmal unentschieden gespielt. Was ist denn da los? Aber wir können uns die Vereine angucken. Die Mannschaft. Zeig mal her. Ulreich, Alaba, Martinez, Rafinha, Boateng. Alter, was haben die denn für Werte? 170 Verteidigung. Wenn ich gegen die spiele, da lachen die ja nur drüber. 148 passen, ja genau. Wer ist denn Kirsch? Was ist das denn? Lewandowski sitzt auf der Bank. Ja, der hat auch mit 107 Genauigkeit. Ich weiß nicht, wer Kirsch ist, aber... Der ist ja schlechter als Robben. Robben ist Mittelstürmer? Okay. Hummels. Der ist ja völlig scheiße. Okay, also da ist derjenige, der das hier gemacht hat, aber irgendwie was irgendwie daneben gegangen. Martinez ist Innenverteidiger. Ich glaube, der hat Martinez mit Hummels vertauscht, kann das sein? 153 und der hat nur 82? Okay, wie sieht er denn bei meinem geliebten Dortmunder Verein aus? Foto! Ja. Okay. Wen haben wir denn da? Bürki, Toljan, Sokratis, Toprak, Guerrero. Dahut, Kagawa, Castro, Weigel, Schürle. Schürle ist linke. Ja, okay. Kann ich verstehen. Aubameyang haben die noch. Ah ja. Reus. Der ist ja auch eine völlige Gurke. Ah, vielleicht weil er verletzt war. Philipp ist besser als Reus. Zumindest im Abschluss. Ne, in allem. Naja. Okay. Warum geht denn dann Hannover so ab? Was haben die denn für einen Kader? Eigentlich Kalender? Ist gar nicht mal so schwach. Ja, wobei, gar nicht, ich hätte jetzt gesagt, ist gar nicht mal so schwach, aber auch gar nicht mal so stark. Guck dir mal die Ersatzbank an. Hier, Schmiedebach oder so. Der kann ja in der dritten Liga spielen. Naja. Das sind Gegner, mit denen müssen wir uns irgendwann in 20 Jahren mal beschäftigen. Heute geht's gegen TSV Havelse. Wir spielen wieder mit der B-Mannschaft, sag ich jetzt mal. Denn der nächste Knaller wartet schon, das ist das Pokalspiel. Das müssen wir gewinnen. Havelse, ja, da reicht mir eigentlich auch ein Unentschieden. Also sollte man nie spielen, ja. Immer auf Sieg. So, Stich oder Brandl. Was haben die denn hier so für Verteidiger? 17, 23, 27, 24. Können die eigentlich die Plätze... Achso, nee, wir müssen abspielen. Ja, gib mal Brandl den Ball. Gucken wir mal, was der damit macht. Brandl, kannst du dribbeln? Nee. Kannst du abspielen? Was ist denn, wenn du schießt? Pff, 31, genau. Der Ball kullert ungefähr bis da. Kontrolle 8, das ist jetzt auch nicht so der Knaller. Die sind aber alle krass.
Mach ich den jetzt? Also wenn ich dribbel, verliere ich den Ball. Wenn ich schieße, verliere ich den Ball. Wenn ich einfach... Achso, warte mal. Ich könnte ja versuchen, mal den Holz nach vorne zu holen. Oder? Oder den Wilmetz. Ja doch. Holen wir mal den Wilmetz nach vorne. Zack. Und du hältst mal den Ball. Was war das denn? Ah, die machen Pressing! Die Wichser! Aber Wilmetz ist ja perfekt aufgestellt. Oh. Warte mal. Oh, Laufen ist eine, Pressing ist eine. Scheiße. Ich hätte ansonsten gesagt, der Brand, wenn der den Ball kriegt. Mein Gott, ey, da hat er freie Bahn auf dem Torwart. Ich muss es versuchen. Es klappt! Wilmetz! Meine Fresse! Brand! Lauf dich frei! Nee, Moment, da darfst du gar nicht. Wir müssen noch passen und schießen. Weil er hat eine Genauigkeit von 16, der nur von 12. Positionstausch. Boah, oder lass ich Brandl mal was reißen. Was hat denn der Jensen so? Ah. Komm, Brandl, ich vertraue dir. Ich hab dir ja nie umsonst aufgestellt. So, Brandl, jetzt will ich was sehen. Oh, scheiße. 41, oh Gott. Was ein Spast. Fängt er einfach meinen Ball ab. Jawohl, Wilmetz! Jetzt mussten die noch eine Aktion dafür verballern. Haha! Oh, aber das Mittelfeld ist jetzt ein bisschen offen. Holz, du musst jetzt holzen. Oh, das schafft er doch nicht. Ah, Schille. Wilmetz, du musst nach hinten. Der müsste schon mal nach hinten als Verbindung später. Die können die alle drei da vorne rumstehen bleiben. Ja, da muss der Pressing machen oder so. Keine Ahnung. Das war nicht durchdacht. So, Ilgner. Was macht er jetzt mit dem Ball? Dribbelt wieder nach außen, wird versuchen zu schießen, um Bach zu umgehen. Durlacher hat sich aber schon in... No! Oh, Parade! Da wird die erste Ecke, oder? Ja. Wie funktioniert das denn? Ach so, wie ein Freistoß, oder was? Ihr Gegner bereitet sich auf den Eckball. Sie müssen ihren Angreifer decken, damit sie kein Tor erzielen können. Okay. Bestätigen Sie... Achso. Ja, okay. Zwei Spieler. Ja, Uhle, du musst hier den Undai da decken. Zug... Ne, einen kann ich noch. Oh, könnten wir Holz da hinstellen? Ne. Ne, mehr geht nicht. So. Was war das denn? Jawohl. Oh, oh. Oh, gehalten. Glanzparade. Zum Glück haben wir Cola da hinten drin. Ich habe das Ding schon drin gesehen. Ja, die rechte Seite ist ziemlich frei, würde ich sagen. Cola prischt das Bein Ding nach vorne zu Hartwig. Der sieht so aus, als wäre der geil am Ball. Oh. Okay. Wenn ich jetzt dahin laufe, nimmt der dann eigentlich auch den Ball mit? Oder musst du den erst einsammeln? Ja, sammel den mal ein. Okay, der einzige Spieler ist Fülster, der hier im Endeffekt was reißen könnte. Das heißt, wir könnten versuchen, mit Hartwig den Ball zu halten. Vielleicht holen wir den da... Wow. Halbzeit. Okay, Havelse mit Anstoß.
Ja, der wird wieder nach außen dribbeln, um den Bach zu umgehen. Das ist gar nicht mal so unclever. Deswegen spielen die doch immer mit so einer Fünferverteidigung. Ach, knall doch den Ball nicht direkt wieder zu dem Spieler zurück, Junge. Mann. So, Bach, nimm dir die Kugel da ab. Zack, schön. So, pass auf Üdbadl. Unser Wirbel auf der rechten Seite. So, theoretisch kommt doch keiner an den ran, oder? Der hat von sich aus schon 41 Kontrolle. Das habe ich mit anderen Spielern, wenn die den Ball halten. Also ab dafür. So. Jawohl, Havels macht auf. Die machen aber richtig auf. Ha! Und Stich sieht die Lücke. Da ist kein Spieler zwischen. Stich frei vorm Tor. Könnte schießen. Oh. Er könnte auch dribbeln. Ich glaube, du dribbelst erst noch eine Runde, wa? Was passiert jetzt? Alleine vorm Torwart. Zucker-Sahne-Fass von Üdpadl auf Stich, der in den freien Raum läuft. Jetzt nur noch den Torwart vor sich hat. Was passiert jetzt? Kanonenschuss. Nee, Präzisionsschuss. Ja, der Kanonenschuss ist ja völlig für den Arsch. Der Präzisionsschuss ist ein sicheres Tor. Ganz einfache Nummer für Stich. Der versenkt das Ding einfach rechts. Keine Chance für den Torwart. 1:0. Ha, schön aus der Verteidigung hinten rausgespielt. Aber wunderschön wieder vorbereitet von Üdpadl. Der ist da echt Gold wert auf der rechten Seite. So, wieder mal Havelse. Die sind jetzt wieder dran mit Ilkner, der wieder nach außen geht. Und mal wieder versucht zu schießen, wo Durlacher dazwischen steht. Der kann aber abwehren. Oh, und spielt den Ball direkt wieder zurück zu Ilkner. Mann, mach doch nicht so einen Quatsch. Jetzt muss Bacht wieder daran. Im Endeffekt könnte ich versuchen, den gleichen Spielzug zu wiederholen, oder? So, Bacht erobert den Ball ganz einfach. So, jetzt ist Üdpadl wieder gefragt. Der geht mir den Ball wieder auf die rechte Außenseite. Erleben wir das gleiche wie beim 1:0? Weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, was jetzt Havelse macht. 6 verbleibende Aktionen noch. 81. Minute. Die machen schon wieder auf. Kina rückt schon wieder. Kann er jetzt Üdpadl den Ball abnehmen? Nein! Üdpadl wieder mal frei. Stich läuft wieder in den freien Raum. Meine Fresse. Die Mannschaft von Havelse lernt aber auch einfach nichts. Da ist Stich schon wieder frei vom Torwart. Ja. Und ich würde sagen, da ist er 2:0. Zack. Mit dem Spiel Abpfiff kommt von Stich noch das 2:0. Macht hier alles klar. Da hat Havels aber richtig geschlafen am Ende. Mann, 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 Mann. Piep, 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 piep. Oh, 440 durch Ticketverkäufe eingenommen. Aufs Sparkonto damit. 3 Ruhm, ja, das ist gut. Das heißt, wenn wir nochmal richtig ablenzen im nächsten Spiel, könnten wir 20 Ruhm haben und mal wieder was tun. 96 Fans. Boah, wir haben fast 100 Fans. Wieso kommen eigentlich 440 Leute, wenn wir 96 Fans haben? Ja, alle vom Gegner, ist mir egal. Wie sind die? Oh, Schweinfurt hat auch gegen Wattenscheid gewonnen. Eieiei, das sieht ganz schlecht aus für den SG Wattenscheid 09. Rot-Weiß Essen konnte da hingegen 3:0 gegen Offenbach gewinnen. Aber auch Saarbrücken konnte sich mit dem 2:0 den zweiten Platz sichern. Oder? Gucken wir mal. Die Tabellensituation. Saarbrücken immer noch vor Rot-Weiß Essen mit einem Tor. Für SG Wattenscheid sieht mittlerweile auch nicht mehr so rosig aus. Die haben im Endeffekt nur einen Unentschieden hier ablunzen können. Ich sag ja, diese ich stelle mich hinten rein Spielweise kann ich überhaupt nicht ab. Gut, dass das bestraft wird. Der Pietspiet FC mit 5 Siegen aus 5 Spielen sieht eigentlich alles perfekt aus. Es sind noch, was habe ich gesagt,
9 Spieltage sind noch. Kontinentale Turniere. Da ist doch die Champions League. Hat die jetzt erst angefangen, oder was? Da, Monaco. Haben die denn da die richtigen Spieler? Rossetti. Ha! Ja, haben sie. Aber Liverpool. Oh. Was? Also mal ganz ehrlich. So wie, oder ist das Anfang der letzten Saison? Weil so wie Dortmund die letzte Saison gespielt hat, ja, und die sind 5 Sterne und Liverpool ist 4,5. Da kann ich auch die rosarote Fanbrille absetzen und sagen, ne. Was ist denn hier mit Salah? Ach, der ist ja noch gar nicht dabei. Aha. Wen haben wir denn sonst da noch hier? Zweite Quali. Ach, das ist die Quali. Ah. Deswegen haben da auch so komische Vereine gespielt. Moment, das ist doch der Europapokal. Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß nicht, was der EFB-Pokal sein soll. Soll das der Europapokal? Das kann ja auch nicht. Ist das die Europa League? Das geht ja auch nicht. Hier ist keine deutsche Mannschaft bei. Was gibt's denn für einen Pokal? Doch, Hertha ist dabei. Doch, da muss das doch der Europapokal sein. Wenn man sich das mal anguckt. 6 Teams. 1. Hä? Ich steig da irgendwie nicht ganz durch. Naja, soll mir egal sein. Ach, Mann. Ja, nächste Runde. Also nächste Mal. Sieht krass aus. Denn wir haben unser Prestige-Pokalspiel gegen den SG Wattenscheid 09. Die gehen wahrscheinlich wieder mit ihrer 5er Abwehrmauer da rein. Nee. Ich will mir erst den Gegner angucken, Freunde. Ja, 6er Abwehrreihe, will ich ja mal sagen, ne? 6-2-2. Mein Gott, das wäre auch mal ein... Mann, was ist denn eigentlich noch die andere Ansicht? Taktikansicht. Da, der Stich, der kann laufen. Das Problem ist, der hat immer Verteidiger vor sich. Wie wäre denn, wenn wir den Ütpaddel einfach mal ins Mittelfeld stellen? Da muss der auch nicht mehr so scheißen. Was passiert denn dann eigentlich? Ach, den können wir da nicht. Den können wir da hinstellen. Was hat er denn? 10, 14, 27, 41. 10, 14, 27, 41. Das ist ja für gar nichts. Ja, scheißegal, wo wir ihn aufstellen. So, der Rief, der ist wieder fit. Boah, ob ich den für Wilmetz bringe, aber das ist ein wichtiges Spiel. Nee, Wilmetz, das musst du noch durchhalten. Aber Schlomer wird auf jeden Fall für Brandl wieder spielen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wobei Schlomer kommt aber auf die Seite, das ist unser Dribbelkünstler mit den Hackentricks. Der kommt auf jeden Fall auf die Seite von Ütpaddel. Und Fetscher, naja. Ich würde sagen, Rief stellen wir für Holz auf. Ja, müssen dann unsere Ersatzspieler auch mal einsehen, dass die dann nicht mal immer spielen können. Die spielen mit 6-2-2, ich spiele mit 4-4-2. Ja, wobei, never change a running system, ne? Wenn er jetzt zu weit vorne steht, lassen wir den mal da. Ja, Verträge sind eigentlich alle noch in Ordnung, außer ne, Rief, der will aufhören, ich brauche unbedingt einen neuen Mittelfeldstar. Naja, da haben wir Wilmetz. Wilmetz ist auch ein guter. Aber das sieht hier alles ziemlich schlecht aus. Also wir werden auf jeden Fall einen neuen Stürmer brauchen, neuen Mittelfeldspieler, vielleicht 2 neue Mittelfeldspieler. Das Problem ist nämlich, in einem Jahr, also nächste Saison, wollen die alle ihre Karriere beenden. Wir brauchen ja einen komplett neuen Kader. Wo soll ich das denn her bezahlen? Naja. Ja, also, Pokalspiel gegen SG Wattenscheid 09 im Prestige-Pokal. Oh, wir haben noch Nachrichten.
Die Vertreter der lokalen Sportförderung. Sie helfen verschiedenen Sportvereinen, die vielversprechend sind. Um uns die Gelder zu sichern, müssen wir ihnen etwas zeigen, dass sie wirklich von den Socken haut. Dafür müssen sie, lesen sie hier, Kanonenschuss. Aha, Beschreibung, Steuerung. Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Der Spieler mit dem Kanonenschuss muss direkt vor dem Tor stehen oder diagonal davon. Aha. Anwendung. Eine Schwäche des Kanonenschusses ist es, dass Verteidiger ihn leicht blocken können. Aber es gibt viele taktische Möglichkeiten, die ihrem Spieler ermöglichen. Ja. Sobald sie aber den Schuss abgeben, kann ihn kein Verteidiger mehr aufhalten. Und die Wahrscheinlichkeit für den Tor ist sehr hoch. Hä? Moment. Also, hier steht, die Schwäche ist es, dass Verteidiger ihn leicht blocken können. Und dann steht da, sobald sie aber den Schuss abgeben, kann ihn kein Verteidiger mehr aufhalten. Ach, im Sinne von dazwischen springen oder was? Ah. Okay. Oh, der Präsident hat mir ein Dokument deiner Spieler gesendet. Wie ich sehe, haben einige von ihnen besondere Fähigkeiten. Gegen den gegnerischen Spieler dein Team plus 1 Aktion. Ja, ja, das weiß ich ja alles. Wichtig, besuche deinen Trainingsbildschirm. Wähle eine Fertigkeit aus, welche deine Spieler lernen sollen. Ja, machen die alle. Meine wunderbare, bezaubernde Assistentin. Prestige-Pokal-Quali. Heute spielen wir gegen... Ja, danke. Dafür brauche ich eine Assistentin. Wichtig. Wir können ja nochmal schnell gucken, wie das im Pokal aussieht. Kickers Offenbach gegen Schweinfurt. Ja, perfekt. Heißt, wenn wir gegen Wattenscheid gewinnen, spielen wir gegen einen von den Lulla-Mannschaften da. Also, wir müssen gegen Wattenscheid gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis morgen.